Man kann natürlich Sondereinfertigung machen lassen, ne? Es gibt Modelle, da können sie auch ihr eigenes Foto hinschicken und dann machen die das genau mit ihrem eigenen Foto Design. Foto von mir auf dem Kühlschrank? Now we got a deal. Das ist ja mega. Was wäre das Motiv des Fotos auf deinem Kühlschrank? Ein Foto von meiner Eiswürfelmaschine, weil die habe ich ja dann nicht mehr. Stimmt. Aber dann kann ich so tun, als wäre sie noch da. Mit so einem schwarzen Rahmen drum. Und dann mache ich mir mein Glas davor. Was kommt? Oh nein, schon wieder. Wie geht's? Hey, gut und dir? Sehr, sehr gut. Ich habe mir die Hände vorhin desinfiziert. Wir können uns also Fistbump geben. Okay. Ich bin geimpft und getestet. Sehr gut. Schon lange habe ich diese Sätze nicht mehr gesagt und gehört. Ist auch so uncool, einfach als Start, als Icebreaker. Ich bin geimpft und getestet. Ja, cool. Es ist, diese Verunsicherung ist auch noch nicht weg, ne? Dass man noch nicht weiß, wie man sich begrüßen soll. Nee. Wie machst du's? Ich begrüße einfach niemanden. Ich treffe niemanden. Das geht eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich meine Strategie schon lange vor Corona gewesen. Mhm. Absolute soziale Isolation. Ja. Klappt gut. Ja, total. Du bist aber auch gerne nicht unter Menschen, ne? Genau. Ja. Ja, ist eigentlich eines meiner größten Leidenschaften, nicht unter Menschen zu sein. Das ja. finde ich sehr sympathisch. Mhm. Und was bewegt dich heute raus? Ich brauche einen Kühlschrank. Ich ziehe aus. Nicht zu treffen, aber ist okay, nehmen wir das Kühlschrank-Ding. Das kommt dann an zweiter Stelle, nicht zu treffen, aber in erster Linie brauche ich einen Kühlschrank, weil ich umziehe. Ich ziehe aus Köln weg. Ins Kölner Umland. Und ich brauche es erstmal in meinem Leben einen eigenen Kühlschrank. Ich habe bis jetzt keinen eigenen Kühlschrank besessen. Der war immer in der Wohnung schon drin. Das ist sozusagen ein ganz neuer Schritt? Das ist ein neuer Schritt, habe ich noch nie gemacht. Und eigentlich kaufe ich immer alles im Internet. Deswegen habe ich gedacht, es wäre cool, wenn du mich dabei so ein bisschen begleitest. Sehr gerne. Und vielleicht du so tust, als ob du einen Kühlschrank kaufst. Wieso ich? Da muss ich nicht. Wäre das okay. Was für dich? Das heißt, ist dir das auch unangenehm? Nein, ich bin... Du bist gar nicht so begeistert von der Idee. Nee, voll gut. Das ist Rollenspiel. Das ich dachte, ist gut. Du machst doch immer so viel mit Menschen. Dann kannst du vielleicht auch mit dem Kühlschrank Menschen reden. Ja. Okay, das heißt also, aber wer bist du dann? Weil ich bin meine Rolle Person, ist jetzt ja klar. Die dir beisteht beim Kühlschrankkauf. Das heißt, faktisch musst du mich beraten. Richtig. Und sozusagen deine Vorlieben mir hinein. Ich gebe dir dann auch immer einen Hint. Sag ich zum Beispiel, du magst doch so gern ein großes Tiefkühlfach, weil du gern Pesto einfrierst, Pierre. Ja. Dann sagst du, ja, natürlich. Das große Tiefkühlfach, wie konnte ich nur? Richtig. Meine Pesto-Leidenschaft. Genau. Kannst du gut verhandeln? Überhaupt nicht. Schade. Du? Nein. Ich freue mich, abgesehen davon, den Kühlschrank zu kaufen, auch mit dir zusammen diesen Kühlschrank zu kaufen. Ich freue mich auch sehr. Ja? Ja. Das freut mich. Juhu. Dann freuen wir uns beide. Und weißt du, was mich noch mehr freuen würde? Was denn? Wenn ich diesen Satz gerade ausgesagt hätte und wenn wir beide Tonanstecker bekommen. Ah, ja. Okay. Das ist ein Geburtstagsgeschenk von mir. Ah. Ja. Hat er gewusst? Heute Geburtstag? Ja, auch noch genug für dich jetzt, ne? Herzlichen Glückwunsch mit dem Kaugummi. Ich dachte, du wüsstest das Team heute. Ich hab's auch schon. Zum Kaugummi ist das dein... Ich hab mich heute gewusst. Ich hatte auch im Januar Geburtstag. Ja. Also, wenn wir jetzt so anfangen... Nee, ernsthaft? Wirklich ein Geschenk für mich? Ja, kannst du auch machen, wenn du möchtest. Ich bin gerade vom Heim. Jetzt bin ich aber mega gespannt. Voll nett. Ja. Das ist Leni und ich. Wir arbeiten ganz viel zusammen. Hallo, freut mich. Und ich habe ihm noch nie was geschenkt. Das ist oder hat Garten. Ja. Vielen Dank. Gerne. Das ist total nett. Ich bin sauer. Okay. Und die anderen, was habt ihr? Ich habe Freunde, ist übertrieben. Ich kenne Leute, die haben so Kühlschränke. Da kann man so ein Glas drunter halten und dann kommen Richtig, da so Eiswürfel korrekt. Raus. Willst du so einen Scheiß? Ich habe eine Eiswürfelmaschine. Natürlich. Das Problem ist aber, die Wohnung, die neue, ist kleiner. Das heißt, die Eiswürfelmaschine muss jetzt weg. Die hat keinen Platz in der neuen Küche. Die ist sehr klein, die neue Küche. Wie klein? Mach mir ein Bild. So einmal um dich rum. Du kannst dich so einmal drehen, dann ist hier so ein Schrank. Und wenn du dich so drehst, ist hier noch ein Schrank. Okay. So, da ist kein Platz für die Eiswürfelmaschine. Deswegen kommt die weg. Deswegen brauche ich ein Eiswürfelfach im Kühlschrank. Wie groß ist denn diese Eiswürfelmaschine, sag mal? Ernsthaft jetzt? So hoch? Und so breit. Alle denken immer, es wäre ein Kaffeevollautomat, aber unsere Kaffeemaschine ist so klein. Und die Eiswürfelmaschine wirklich wahnsinnig viel Platz. Und die macht nur Eiswürfel? Die macht 400 Kilo am Tag. Wie viele Eiswürfel verbrauchst du denn so? Viel. Was stimmt nicht mit dir? Wieso? Das ist das deutsche Vita, Eiswürfel. Das ist einfach nur geil. Ja, und dann isst du die auch oder was? So viel kann man doch gar nicht trinken. Ich trinke die in jedem Getränk, egal was, immer mit Eiswürfel. Und wenn die dann so ein bisschen kleiner sind, dann knusper ich die so.
Und wie gehst du mit der Situation um, wenn man aus einem Glas trinkt? Man benutzt ja keine Strohhalme mehr, weil bäh. Und dann will man trinken und dann kommt immer der Eiswürfel und man kriegt die Flüssigkeit nicht raus und dann verstopft der Eiswürfel. Ja, da muss man halt einfach beherzt einmal so nach hinten. Das muss man sich dann schon trauen. Wenn ich das mache, dann landet alles in meinem Gesicht. Sieht nicht gut aus, aber es lohnt sich am Ende des Tages. Okay, das hat mal eine Ex über mich gesagt. na gut, dann gehe ich jetzt da rein, will unbedingt einen Kühlschrank kaufen. Ach so, wichtig, ja. 59 cm breit. Kannst du das merken? Hallo. Sind das Kühlschränke? Ja, kleine. Okay, das sind kleine, aber die sind nicht 59 cm. Ich brauche dringend 59 cm. Also das hier, das wäre dir ja schon zu knallig, glaube ich, ne? Aber der ist mir, glaube ich, auch ein bisschen zu groß, weil meine Küche ist sehr klein. Meinst du, der ist zu groß? Ich glaube, der passt in deine Küche. Nee, jetzt, wo ich drüber nachdenke, glaube ich auch, der passt. Ja, der ist, aber die Farbe ist, glaube ich, die passt nicht zu dir, Pierre. Nee, das nicht. Da sehe ich so blass aus davor. Genau, genau. Das finde ich ja so ein bisschen, ist nicht so meins. Aber es geht ja jetzt um mich und es geht dich. Ja um dich. Ja. Deswegen würde ich dich jetzt mal fragen, wie findest du den Kühlschrank? Wie geil wäre es, wenn ich dir jetzt einfach den hässlichsten Kühlschrank aussuchen würde. Und du könntest überhaupt nicht mehr meinen. Und dann kriegst du den Bock geliefert. Ich würde den noch dankbar annehmen, das kannst du mir glauben. Sag mal, eigentlich ist ja jetzt keiner da. Jetzt müssen wir ja gar nicht so tun, als würde ich mir einen Kühlschrank fällen. Also, erst wenn ich die Frau... Ich bin so drin. Ja, ist gut. Das ist Method Acting. Ist gut. Den hier zum Beispiel finde ich sehr schön. Ernsthaft? Findest du? Ja, finde ich auch. Weil der runtergesetzt ist. Ja, der ist runtergesetzt. Und das Blaue ist auch tatsächlich wie das Rest, wie der Rest der Küche. Der ist auch so blau in diesem Ton ungefähr. Aber da ist immer gefährlich, finde ich, wenn es nicht exakt dasselbe Blau ist, sondern nur ein ähnliches Blau. Das ist wie bei Kleidung auch. Es muss irgendwie, wenn, monochrom sein oder halt unterschiedlich. Findest du nicht auch? Ja, also ich muss die Küche dann umstreichen, wenn ich den jetzt... Den Geländer kann man. Na gut, das machen wir. Kommst du dann auch noch mal vorbei? Sehr, Krause sehr kommt gerne. Die zum Streichen. Ist es jetzt schon so weit, du bist... Wie alt bist du? Darf ich das nicht sagen? Ich bin 31. Du bist 31, genau. Das heißt, noch ist es aber noch nicht dieses Häuschen auf dem Land. Nee, gar nicht. Wir ziehen in eine Wohnung, die noch kleiner ist als unsere jetzige. Und... Das ist, weil ihr jetzt Minimalismus macht. Und das ist, weil wir wegen Eigenbedarf rausgeworfen werden, mal wieder zum zweiten Mal. Ist nicht von 4 Jahren. Ja. Ist das bitter? Das ist Köln. So, stimmt. Das ist die bittere Wahrheit. Und ist die Wohnung denn wenn jetzt wenigstens schöner? Die ist schöner und heller und hat sogar elektrische Rollos. Ich dachte gerade, sie hat elektrische Anschlüsse. Wir haben jetzt Elektrizität, Licht und Wasser. Okay, aber es ist nicht so, dass du quasi nur bis 23.15 Uhr einen Bus kriegst, um dann wieder in die Stadt zu kommen? Es ist sehr gut angebunden, gute Infrastruktur, aber nur alte Leute. Und das ist halt unser Ding, weil das ist sehr ruhig und uns kennt niemand. Niemand hört unseren Podcast, niemand kennt uns und wir sind da wie völlig unbekannt. Aber das findest du gut? Das finde ich sehr gut. Das gefällt mir, weil man wird nicht angesprochen. Ne? Es gibt Leute in unserem Kollegium, die finden das gar nicht gut, wenn sie nicht erkannt werden. Echt? Das sind bestimmt die coolen Leute. Das sind die sehr coolen Leute. Ja. Die sind auch sehr, sehr berühmt. Und das macht was mit einem, wenn man dann plötzlich nicht mehr berühmt ist. Ja. Ist dir das wichtig? Überhaupt nicht. Mir ist das eher unangenehm. Ich habe eh auch den Eindruck, du bist so gar keine extrovertierte Person eigentlich. Wie kommst du drauf? Ja. Aber du bist, nee, bin ich nicht. Aber du machst ja, wenn du also ins Performative gleitest. Ja. Dann lieferst du ab, wie wir in der Showbranche treffend sagen. Das ist ein Feuerwerk. Ja. Ja, nee, das ist ja auch mein Ding, ist ja auch mein Job. Ich bin ja auch Comedy-Autorin. Ich mache ja auch nichts anderes als lustige Sachen die ganze Zeit. Aber ich bin jetzt nicht so eine mega Rampensau, die jetzt sagt, wow, hier bin ich, bin super geil. Aber macht es dir Spaß? Es macht mir Spaß, natürlich. Um Gottes Willen, ich leide jetzt nicht unter meinem Beruf. Nein, es macht mir Spaß. Und was macht dir mehr Spaß, wenn du für jemand anderen etwas Lustiges schreibst oder wenn du selber das Lustige sozusagen präsentieren darfst? Das kommt immer drauf an. Manchmal habe ich voll Bock, selber was vor der Kamera zu machen. Manchmal ist es aber auch cooler, einfach was zu schreiben und dann zu sehen, wie jemand anderes die Scheißarbeit machen muss, da vorne dann steht. Aber es kommt immer drauf an. Es ist beides cool und beides manchmal nervig. Und wie, also bereitest du Essen eher früh? Also kochst du überhaupt oder ist der Kühlschrank eher ein Deko-Objekt? Ich koche extrem selten. Also ich koche wirklich selten. Mein Freund kocht noch seltener als ich. Cool, dann braucht ihr echt einen großen Kühlschrank. Wir brauchen einen großen Kühlschrank. Wir bestellen viel zu viel Essen und haben sehr viel gefrorenes Essen.
Und wenn wir kochen, dann kochen wir sehr viel, damit wir es dann noch wochenlang essen können. Wochenlang? So Bolognese. Also ich wollte gerade auch eingefroren sagen. Und dann... Ne, Bolognese kann man auch sehr gut strecken. Strecken? Die kann man wirklich, da kannst du 14 Tage Kokain lang... Kokain? Ja. Ne? Ja. Dann macht die auch wach. Jetzt sehe ich auch hier bei meinem Favoritenmodell Energieeffizienzklasse E. Das ist nicht das so gut. Das ist nicht gut. Es muss, glaube ich, mindestens B sein, eher A. Das kriegen die doch niemals verkauft. Das ist doch, ja, aber oder? Jetzt weiß ich auch, warum das reduziert ist. In Zeiten wie diesen. Das ist eine Energieschleuder. So. Nee, also das kommt dann schon mal nicht in Frage für dich, glaube ich, oder? Ja, du bist ja jemand, der darauf Wert legt. Ich lege sehr großen Wert darauf. Machst du das grundsätzlich, dass du, wenn du dir eine Neuanschaffung, einen Fernseher ja, zum Beispiel, ja, dass du dann, das ist so, der Deutsche macht das. Der Deutsche kennt das auswendig ja, und kauft dann das... Und auch so ein Quartett mit den einzelnen Modellen. Ja, so genau. Genau. Da trifft man sich und dann spielt man dieses Kühlschrankquartett und hat natürlich die beste Entscheidung getroffen. Ich mache... Blau gefällt mir, kaufe ich. So kaufe ich. Ja, wie machst hätte du's? Ich jetzt auch gemacht. Aber ich habe jetzt gedacht, es darf auch nicht so mega teuer sein, wenn da so viel Strom frisst. Ja. Ja, das stimmt. Ich muss auch gucken, wo ich bleibe, Pierre, ganz ehrlich. Ja, wo bleibst du denn? Im Kölner Umland. Ja, das tut mir sehr leid. Aber alles ist besser als Köln. Köln ist ein sehr schönes. Köln ist ganz toll. Köln ist wirklich toll. Findest du Köln wirklich toll? Ich finde es okay, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt nicht so dieses Köln-Patriotismus-Ding, wo ich jetzt sage, es ist die geilste Stadt der Welt. Weil du auch nicht hier wegkommst. Ich bin hier jetzt seit 10 Jahren. Ich habe jetzt auch alles 50 Mal gesehen. Und so viel Kontakt mit den KölnerInnen habe ich jetzt auch nicht. So, ich bin meistens zu Hause. Also kann ich auch woanders zu Hause sein. Wenn es gut angebunden ist, ist mir eigentlich wurscht, wo ich wohne. So, wenn das Internet stimmt. Ja, Internet stimmt, das stimmt. Ich glaube, wir brauchen eine Beratung. Ja. Hätten Sie Zeit? Denn ich persönlich, Pierre M. Krause, möchte einen... Guten Tag. Guten Tag. Möchte einen Kühlschrank kaufen. Okay. Für mich. In meine sehr kleine Küche. Sie müssen sich meine Küche ungefähr so vorstellen. Okay. Und eine Küchenzeile. Da ist eine Küchenzeile ist da drin. Eine Küchenzeile. Ja, also obwohl, ich komme ja aus dem Lyrischen, es ist eigentlich ein Vierzeiler gewesen, aber ich muss mich jetzt verkleinern. Okay, wie groß darf der Kühlschrank denn sein? Er darf auf keinen Fall breiter als 59 cm sein. Okay. Und als Martin Semmelrogge. Okay. Höchstens... Ich glaube, die Höhe ist relativ... Die Höhe ist... Da kannst du ja, ich kenne ja deine Küche, da geht ja einiges nach oben. Stimmt, ich habe sehr hohe Decken. Hohe Decken, also darf er ruhig 2 Meter sein. Ja. Okay. Also wir hätten hier 2-Meter-Modelle beispielsweise. Was kann denn der so? Also der hat No-Frost im Gefrierbereich. Das heißt, hier entsteht kein Eis, keine Eisbildung so gesehen mehr. Aber ist Frost nicht gut, wenn ich will, dass es kalt wird? Der friert ein, also der geht schon auf die Minusgrade, aber... Es bildet sich kein Eis auf ihrem Gefriergut, so dieses gesehen. Kristall, ja? So. Ach, also auf den Sachen drauf ist. Okay. Ja. Wie viel Liter Bolo gehen denn da rein? Bolo? Mhm. Was ist Bolo? Ich mache ja viel, ich koche ja gerne. Ja. Und dann möchte ich das, was ich gekocht habe, sozusagen über so 14 Tage bis einen Monat strecken. Okay, also einfrieren dann am besten. Ja. Ja. Genau, dann haben Sie 3... große Schubladen, wo Sie die Lebensmittel so gesehen einfrieren. Ah, aber da haben wir jetzt ein Problem. Ich lasse mich nicht so gerne in Schubladen stecken. Okay. Das ist aber eine ganz kleine Waschmaschine. Guck mal. Das ist ja süß. Sie ist mit einem kleinen Fach hier. Wäscht die auch wirklich? So kleine Sachen? Ja, deine Sachen auf jeden Fall, Pierre. Guck doch mal, zu welcher Seite der aufgeht, weil die muss ja nach rechts aufgehen, die Tür. Weil links hast du ja da direkt deine Küchentür. Da steht ja meine Küchentür. Ist ja in die, deswegen musst du die Tür ja nach rechts aufmachen können. Ich glaube, eher in der Mitte. Okay, bei dem ist der Anschlag auf der anderen Seite tatsächlich. Dann müssen Sie den von rechts aufmachen. Da ist ein Anschlag? Genau, okay. Man kann den Anschlag wechseln. Ah, so geht's einfacher, ja, stimmt. Aber den können wir Ihnen wechseln, wenn Sie das möchten. Ah, den kann man wechseln. Wenn Sie mal reinschauen, Sie haben hier viel mehr Edelstahlverblendungen. Fassen Sie das ruhig einfach mal alles ein bisschen an. Das ist aus.
Schon ein schönes Blau. Ja. Das ist ein sehr schönes wirklich sagen. Ja. Ja, ist ein Kühlschrank. Finde ich. Hat aber kein Eiswürfelfach. Kein Eiswürfelfach. Und wenn Sie sowas nehmen für die Eiswürfel? Das ist für die Eiswürfel gedacht. Haben Sie eine Ahnung davon, wie viele Eiswürfel ich verbrauche? Wusstest du übrigens, dass früher Kühlschränke, also diese Retro-Kühlschränke haben ja diese Griffe, die man noch so bewegen kann. Und die sind aber nur so fake. Und der Mechanismus ist derselbe wie hier. Bei den alten Kühlschränken. Das ist doch peinlich, oder? Ja, aber bei den alten Kühlschränken, da ist es noch eingerastet. Und das wurde irgendwann mal verboten. Und weißt du, warum das irgendwann mal verboten wurde? Nee. Weil Kinder beim Versteckspielen oft den Kühlschrank gewählt haben und darin erfroren, erstickt oder sich selbst umgebracht haben. Ja. Nein. Voll die traurige Geschichte eigentlich. Aber auch im Kühlschrank sterben klingt doch irgendwie schön. Das stimmt. Es tut mir natürlich leid für Leute, die unfreiwillig im Kühlschrank sterben, aber es klingt jetzt auch nicht so wie der schlimmste Tod. Andererseits hast du völlig recht. Du hast gute Snacks, du hast Getränke, im besten Fall Eiswürfel. Das Einzige, was ist, wenn ich dann diesen veganen Milchreis mit den Händen, das wäre irgendwie unwürdig. Wir sagen vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Wir müssen uns diese Entscheidung, die ja letzten Endes auch eine das Leben beeinflussende ist, noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Auf jeden Fall. Und wir würden Sie dann davon wissen lassen. Okay, kein Problem. Freuen wir uns. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Wow, diese Waschmaschine kann das! Oh mein Gott. Alter! Ist ja mega geil. Gott, jetzt hat sie aufgehört. Wie geht es? Die hat gerade eben, hast du es gesehen? Ja. Das hat Auto ist gutermäßig. Können Sie das nochmal machen? Guck mal jetzt da! Guck schnell! Warum kann die das? Oder ist die kaputt? Nee, ganz einfach, die ist sie kaputt. Sie sehen so, wie eigentlich die Twin Doors aussehen von innen, wie die gebaut sind. Ach, das ist kein Effekt, den die macht. Das ist ein Vorführding. Ich würde mir das jetzt noch eine halbe Stunde angucken, aber wir haben die Zeit nicht, glaube ich. Nee, leider nicht. Na gut. Dankeschön. Sie waren super, vielen Dank. Schönen Tag. Tschüss. Gleichfalls, tschüss. Ach, schade, Julia, ich hätte dich so gerne. Ja, so ist das Leben. Ja, das stimmt. Dann laufen wir jetzt aber noch ein Stück. Ja, klar. Weil wir haben ja viel zu wenig über mich erfahren. Ja, gerne. Wenn man so durchs idyllische Köln läuft, dann idyllisch, ja. Ja, weiß man auch, warum man ins Umland zieht. Wie hast du denn, oder wie wohnst du denn jetzt noch gerade in dieser größeren Wohnung mit der größeren Küche? Ich wohne jetzt tatsächlich genau da, wo du damals Bastian Pastewka abgeholt hast. Über dem Café. Und ich habe das eingeschaltet auf YouTube und sehe plötzlich, dass ihr vor meinem Haus steht. Ist nicht dein Ernst. Und da habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wohnt Bastian Pastewka hier? Nee, aber da wohne ich. Ach was. Neu-Ehrenfeld. Also jetzt, wenn das Video kommt, wohne ich nicht mehr da. Da wohne ich schon im Kölner Umland. Sehr gut, weil sonst hättest du natürlich ganz viele so Fans, die dich da belagern. Fans. Ja. Ist jetzt schon ein Problem, aber das wäre natürlich dann der Obergau. Aber du hast doch Fans. Ich habe Fans, ja. Aber die meisten sind nett. Also die lauern mir nicht auf oder so. Gibt's auch welche, die nicht nett sind? Nett sind sie, glaube ich, alle, aber manchmal sind sie so ein bisschen creepy. Ich hatte mal so einen Supermarkt, da stand ich gerade am Wurstregal und da kam so eine Frau an mir vorbei und zischte nur so, ich finde ganz toll, was du machst. So in mein Ohr und ich stand da so bei der Wurst, habe mich voll erschreckt. Ich so, warum macht man das? Und vor allem bezieht sich das auf das, was ich jetzt gerade tue? Ich finde es so schön, wie du die Leberwurst aussuchst. Ja, solche Sachen finde ich immer ein bisschen komisch, aber die meisten sind total nett. Die sagen nur kurz Hallo und sagen, wir finden ganz toll, was du machst und dann gehen sie wieder. Das sind mir eigentlich die Liebsten. Und ist das für dich auch sinnstiftend, wenn du so ein Kompliment bekommst? Was heißt sinnstiftend? Also ich bräuchte es jetzt nicht zum Überleben, aber es freut mich natürlich, weil die meisten Sachen mache ich ja zu Hause, in meinem Kämmerlein. Da kriegt man natürlich kein Feedback, ne? Man sendet dann sowas aus. Ja. Und bei Podcasts hast du auch nicht diese nette YouTube-Kommentarspalte mit den Leuten, die einem sagen, du bist super lustig und fett. Und deswegen weiß man natürlich nicht, wie kommt's an. Deswegen freut man sich natürlich auch mal, wenn jemand kommt und sagt, hey, super. So, ich glaube, wir sind auf dem Fahrradweg. Sind wir? So, ach, hier, guck mal. Arbeitgeber. Studio König. Ja. Hier wird die Karolin Kebekus-Show aufgezeichnet. Ja. Hier wurde mal das Neo-Magazin aufgezeichnet. Das ist jetzt nicht mehr. Ich bin ehrlich gesagt nicht so drin in diesem ganzen. Ich interessiere mich nicht so richtig für mein eigenes Gewerbe. Aber das wird jetzt nicht mehr hier aufgezeichnet. Das, ne? Wird nicht mehr hier aufgezeichnet. Okay. Aber du hast hier lange gearbeitet. Ja, 5 Jahre. Bin ich jeden Tag hier ein- und ausgegangen. Und hast du auch was gemacht? Ja.
Oder bist du nur einmal ausgegangen? Ich habe da gesessen und den Wasserspender leer gemacht und ab und zu mal gepupst. Das war, ja. Das habe ich 5 Jahre gemacht und dann hatte ich auch irgendwann genug und jetzt mache ich das zu Hause. Wir könnten also vielleicht reingehen und du kannst denen noch ein paar Pupsüze verkaufen. Ich glaube, die haben jetzt gerade Buchlesung bei Caroline Kebekus. Das glaube ich nicht so gut, wenn wir da jetzt reinplatzen. Ah, okay. Und hast du... da schreibst du noch für die Caroline Kebekus Show? Ja. Aber du bist da nicht mehr, weil wenn da jetzt Buchlesung ist... Das heißt, du bist ja nicht mehr so regelmäßig, sondern du lieferst Gags zu. Nee, ich bin nur tatsächlich für meine eigenen Matzen da angestellt. Matzen sind also Einspieler, kleine lustige Filmchen, die ich quasi zuliefere, die schreibe und dann auch spiele und die dann in der Sendung laufen, so alle paar Wochen. Das ist sehr schön, dass du Matzen sagst. Ich wurde kürzlich korrigiert, weil man das nicht mehr sagt, denn es steht ja für magnetische Aufzeichnung. Ah, es ist nicht mehr magnetisch. So, ja. Verstehe. Aber ich sage auch... Sind jetzt Datsen, digitale Aufzeichnungen. Das sind jetzt Datsen. Ich mache Datsen bei Caroline Kebekus. Das ist... ich werde da immer Matzen zu sagen. Ich auch. Ich finde das gut. Das ist eine gute Band. Das klingt... hier riecht lecker nach... Fleisch? Das ist ein Geheimtipp. Kebabland, Ehrenfeld. Ah, okay, du kennst hier die Ecken, wo... Ja, das ist Hennig aus dem Lonely Planet. Mm, okay. Stadtführer. Das heißt, da bringst du die Leute hin, wenn da mal aus... Wenn es mal was Feines sein soll, so. Gehen wir hier hin. Irgendwie, glaube ich, war ich hier schon mal. Ja, ich glaube, mit Tané warst du hier, ne? Das habe ich gesehen. Hast du gesehen? Macht da nichts. Ich habe natürlich gesehen. Ich gucke alle deine Folgen. Ich bin dein größter Fan. Oh, wirklich? Ja, klar. Oh, wie nett ist das denn? Ja, das ist nicht nett, das ist ehrlich gemein. Oh, sag ich nicht so, um dich anzubiedern. Ein bisschen, aber nicht nur. Jetzt mag ich dich noch ein Stück mehr. Ah. Glaubst du, dass jeder Mensch ein besonderes Talent hat? 100 pro. Es ist natürlich auch ein Talent, sein eigenes Talent zu finden. Wow. Manche Leute, now it's getting deep. Ja, manche Leute wissen, glaube ich, nicht so richtig, was ihr Talent. Die haben es noch nicht entdeckt und sind so auf der falschen, die sind im falschen Bus. Weißt du, wie ich meine? Sind im falschen Bus. Vielen Dank. Danke. Und wann hast du entdeckt, was du kannst, was dein Talent ist? Ich kann tatsächlich nur schreiben. Und das stimmt nicht. Du kannst singen. Ich kann singen, aber das ist nur so hobbymäßig. Und du kannst spielen. Und spielen, genau. Und das sind eigentlich die Sachen, die ich schon in der Grundschule erkannt habe. Und da habe ich schon immer gesagt, ich will eigentlich Schauspielerin werden oder Autorin. Also hast du schon Lust auf dich zeigen und auf Bühne gehabt? Ja, auf jeden Fall. Man ist ja in einer Rolle. Man ist ja nicht man selber, also in einer gewissen Hinsicht schon, aber man spielt, was man gelernt hat. Und ich konnte mich auch immer darauf verlassen, auf das, was ich mir angeeignet habe. Ich war jetzt nicht aufgeschmissen, wenn ich auf einer Bühne stand, sondern ich habe einfach das gemacht, was von mir erwartet wurde und ich war gut da drin und dann hat es mir Spaß gemacht. Aber man hat immer so eine ganz komische Selbsteinschätzung. Das Problem ist, dass das nicht aufhört. Ja. Also ich kenne das immer, ich würde, eben hast du auch was Nettes gesagt und so und trotzdem nehme ich das natürlich total gerne an und freue mich und trotzdem weiß ich morgen wieder, dass ich im Selbstzweifel ersticke. Ja. Ja. So, warum ist das so? Das ist einfach unsere Berufskrankheit, glaube ich. Viele Leute in unserem Beruf haben das nicht. Die gehen nach Hause und denken, boah, ich habe heute wieder so geil abgeliefert. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen Zweifler ist, dann hat man das einfach. Und dann gehört das auch dazu bis ans Lebensende. Ich glaube nicht, dass es weggeht. Nach einer Podcast-Aufzeichnung oder nach einer guten Show sagst du nicht, das war gut, sondern... Nach jeder Podcast-Aufzeichnung fassen wir uns an den Kopf und sagen, was haben wir wieder für eine Scheiße geredet? Wir sind uns jede Woche sicher, diese Woche werden die Leute merken, dass wir gar nichts können. Und dann posten wir die Folge und die Leute schreiben, das war die lustigste Folge aller Zeiten. Und ich so, hä? Was ist da los? Was ist da für eine Selbstwahrnehmung? Und seht ihr das beide so oder siehst du das so? Ja, nehmen wir beide. Weil das ist ja sowas, was man, dieses Hochstapelsyndrom nennt man das, glaube ich, ne? Dass man so davon ausgeht, dass man gar nichts kann. Ja. Und dass man eigentlich nur Angst hat, dass es mal auffliegt. Ja, genau. Und zumindest ist das, was ich gelesen habe, dass das war das, was Frauen sehr oft haben. Ja. Was auch ein bisschen mit der Grund ist, warum in dieser Comedy-Branche, die halt einfach absolut männerdominiert ist, so Leute wie du dann eher sich so ein bisschen zurücknehmen und dann lieber so, ne? Ja. Eigentlich blöd. Ja, blöd. Ja. Ja, schade. Na gut, dann essen wir halt so einen Lammspieß. Heiß! Guten Appetit! Ist das dein Stammessen hier? Nee, überhaupt nicht. Hier gehe ich nur mit Leuten, in die ich nicht leiden kann. Ah, okay.
Was ist mit einer eigenen Show im Fernsehen, Julia? Wann kommt das? Oder in dem, was das Fernsehen mal ablöst, sagen wir so. Ich kann dir da Sachen erzählen. Bitte. Nein, es war tatsächlich mal eine Show geplant. Es war 2020, als Corona angefangen hat. Von einem öffentlich-rechtlichen großen Sender. Da hatten wir auch schon angefangen mit der Produktion. Und es gab schon ein Team und Pläne und ein Konzept. Und dann gab es einen Anruf von einem öffentlich-rechtlichen Sender, dass sich da verkalkuliert wurde und dass das Geld dann doch nicht da war. Und dann wurde das wieder eingestampft und kurz darauf kam dann raus, dass ein junger Kollege eine eigene Sendung bekommen hat auf demselben Sender und meine Sendung dann nicht mehr stattfinden sollte. Und dann hatte ich keine Lust mehr, eine Sendung zu machen. Jetzt wiederum wollen die aber wieder eine Sendung machen, aber jetzt will ich nicht mehr, weil jetzt bin ich ein bisschen genervt. Absolut nachvollziehbar. Und es ist nicht so, dass ich besonders staune über diese Verfahrensweise, denn wie soll ich sagen? Ich weiß genau, wovon du redest. Ja. Verstehe. Und hättest du selbst geschrieben oder hast du schon daran geschrieben? Ja. Konntest du von dem Material wenigstens was an Caro dann verkaufen oder so? Oder? Nee, ich habe das alles im Giftschrank liegen. Aber es ist doch unfassbar. Da klagen alle darüber, wir brauchen mehr weibliche Comedians im Fernsehen. Und dann hatten sie eine der besten, die es derzeit gibt, und geben einem anderen Typen die Show. Ja. Was läuft da falsch? Alles. Alles. Es sind auch immer die gleichen Männer, die an den großen Hebeln sitzen und da entscheiden. Und ja, ich will jetzt gar nicht so über die Sender herziehen und so. Nee, ich glaube, da können wir uns auch drin verlieren, diesem Thema. Das stimmt, so viel Zeit haben wir gar nicht. Ja. Was steht bei dir heute noch an? Ich muss gleich noch arbeiten. Nein! Ich habe eine Datz gedreht für Caroline Kebekus und die muss ich jetzt gleich sichten, weil ich habe die noch nicht angeguckt, die erste Fassung. Okay. Und da muss ich dann Feedback geben, ob noch irgendwas rausgeschnitten werden muss. Und dann habe ich Feierabend. Und wie sieht so ein Feierabend im Leben von Julia Becker aus? Heute so, dass ich Sims spielen werde. Sims, das ist Computerspiel, kennst du das? Ja, klar. Ich frage mich auch gerade, wer von uns beiden ist 46? Das ist eine Leidenschaft von mir, Sims spielen. Da komme ich komplett runter. Das mache ich oft im Feierabend. Und das spielst du richtig so wie früher noch mit Maus und so am Computer oder die Tablet-Version? Am Laptop. Ah, okay. Mit Maus. Und Sims ist, also man, das ist ja quasi so eine Art Parallelwelt. Mhm. Aber in cool halt. Aber in sehr cool, ja. Man kann halt selber Häuser bauen, so wie man es gern hätte, was man sich in Köln nicht mehr leisten kann. Da baue ich mir eine schöne Wohnung, in Neu-Ehrenfeld, die ich niemals haben werde. Und es macht Spaß. Man kann einfach kreativ sein. Das heißt, du könntest dir doch dann heute in deine Wohnung, die du bei Sims gebaut hast oder schon gebaut hast, oder bauen wirst, einen schönen Kühlschrank in Blau reinstellen. Mit Energieeffizienzklasse A++. Plus. Das machst du. Das mache ich. Ja. Und die digitale Welt ist eh viel realer als die echte. Und viel cooler. Du hast Cola gesagt, darfst du nicht. Und viel Pepsi. Ah. Das war lecker. Und auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, es war sehr schön mit dir. Fand ich auch. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Danke. Beim Dats abnehmen. Ja. Und beim Sims spielen. Danke. Viel Spaß beim Kurzstreckendrehen. Ja. In der nächsten Zeit. Das mache ich noch ein bisschen. Ich weiß auch nicht, wie lange kann ich das noch machen? Julia, sag's mir. Wann soll ich damit aufhören? Ich glaube, das wird ewig funktionieren. Ja? Ja. Du bist ja auch der OG des Draußengesprächs mit Prominenten. Da macht dir niemand was vor. Oh, das ist aber sehr nett. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, aber... Das ist gut. Ja, okay. Ich wollte das nie machen. OG übrigens. Heißt Obergut. Ah, ich habe mich nicht getraut, nachzufragen. Ja. Okay, OG, Obergut. Ich glaube, da vorne trennen sich unsere Wege, weil du musst, glaube ich, da lang. Ich muss da lang, ja. Und ich würde auf gar keinen Fall U-Bahn fahren, weil da muss ich so viele Autogramme geben. Gut. Das gilt als Umarmung, Julia. Ja. Das war meine große Freude. Mir auch. Bleib gesund. Bis bald, Rian. Wie verabschieden wir uns denn jetzt richtig? Weiß ich auch nicht. Es geht ewig. Awkward. Du musst jetzt gehen. Ich gehe jetzt. Oder tschüss. Ich gehe auch.
Ich kaufe mir jetzt eine Orange. Was kostet die? 2 Euro. Okay, die kaufe ich. Hallo Leute, das ist PM Krause, der ist ziemlich lustig und er hat noch andere Videos hier auf YouTube. Klickt mal rein und in der ARD Mediathek könnt ihr das Ganze auch noch sehen. Kurzstrecke mit PM Krause. 10 von 10. 10 von 10 was? Dürüms. Dürüms.